Also sieht es doch einigermaßen besser aus. Nehmen Sie bitte die Waffen runter, sonst bin ich verpflichtet, die Polizei zu rufen. Dankeschön. Also Ihnen geht es jetzt besser. Haben Sie sonst irgendwelche Probleme? Weil Halt, ich Abstand! Kann mir jetzt nicht Abstand erklären, halten! wie Sie jetzt gestorben sind. Weil hier ist ja Ja, nichts. das ist ein ganz unglücklicher Zufall gewesen. Der Herr Bong und ich sind gerade hierher gekommen und hat sich Warten ein Sie Schuss kurz. von seiner Waffe Mein Herr, verletzt. bitte von dem Fahrzeug weggehen. Bitte gehen Sie einfach Genau, nur weg. Sehen wir das als Angriff. So, wenn Sie jetzt nicht hier weggehen, dann Ja, sind Sie okay, tot. jetzt können Sie noch mal weiterzählen. Also der Herr Bong und ich sind hier gerade zusammen hergegangen, wollten schön Burger essen gehen. Ah und ja. dann hat sich ein Schuss von seiner Waffe gelöst. Oh, das ist natürlich nicht so gut. Aber die... Aha, aber er hat ist ja noch gezeigt, mal wie das alles gut Modell ausgegangen. aussieht. Ja, jedenfalls die Kugel, die habe ich leider nicht gefunden. Da werden Sie mal kurz ins Krankenhaus fahren müssen und gucken, ob das was zum Rausholen ist. Ich habe jetzt erstmal nur verwundet. Ich habe Ihnen eine Spritze gegen die Schmerzen gegeben. Ob natürlich jetzt eine Bleivergiftung oder sonstiges ist, das kriege ich hier vor Ort Nein, jetzt nicht der mit. Herr Bong verwendet nur Chirurgenstahlkugeln. Das ist alles gut. Ah ja, okay. Na, damit alles clear ist. Okay, gut. Aber trotzdem ist vom Ruß von der Waffe, die ist immer ein bisschen drinne, ist ein bisschen schmutzig. Außerdem ist ja auch das ist noch... Das ist eine Druckluftwaffe. Okay. Ich kann's ja auch Ihnen testen und sehen. Nein, Sie werden es nicht an mir testen, sonst werde ich sofort die Polizei rufen. Ich bitte auch oh Sie, die Waffe unten zu lassen. Lieb. Ja, das sehe ich auch. Das sehe ich auch. Schön, das ist schön, schön, schön. Aber das ist eigentlich nur scharf gemacht, der Paintball-Markierer. Der kann halt Chirurgenstahlkugeln verschießen. Und da passiert sowas mal. Das ist alles desinfiziert und so. Das ist schon. Ich kann mal Polizei rufen. Die kennt sich damit aus. Ich kenne mich nur mit Medizin aus. Ich könnte ja die Polizei rufen nein, und mal fragen. Wir klären das selber mit der Polizei. Wir gehen das klären. Wir gehen das klären. Ah ja, okay, gut. Okay, dann wünsche ich einen schönen Abend. Tschüss. Ihnen auch. Ciao. Aber so ein Fahrzeug, wie Sie haben, könnt ihr mir das mal leihen? Das könnte ich gut mal Nein. gebrauchen für eine Viertelstunde. Nein. Das darf ich nicht leihen und das möchte ich nicht leihen. Das ist mein Ein und Alles. Das liebe ich über alles. Haben Sie denn eine Brechstange für mich? Nein, sicherlich nicht, wenn Sie nicht beim Fahrzeug aufbrechen. Und allgemein werde ich keine Brechstangen verteilen. Polizeiwagen haben. Ich möchte einen Polizeiwagen. Da müssen Sie bei der Polizei mal nachfragen, aber ich verteile keine Brechstangen. Den kann ich teuer verkaufen, deswegen. Ja, das ist jetzt nicht meine Sache. Wie gesagt, da müssen Sie mal bei der Polizei nachfragen, ob Sie da mal ein Fahrzeug ausgeliehen bekommen. Schauen Sie, der parkt auf dem Polizeiwagen. Ja, da werde direkt, ich mich gleich befassen. Auch wenn er drin wird. Ich werde mich gleich dafür. Abknallen? Nein, Sie werden nicht abknallen. Ich werde. Mein Herr, Sie parken gerade. Ah, parken Sie. Ich fahre Karre weg oder ich knall dich ab. Mein Herr, bitte bleiben Sie ruhig. Was bist du denn? Sie parken auf einem Einsatz. Für Einsatzfahrzeuge ein Parkplatz. Ich habe die Berechtigung, Sie okay, abzuschleppen. Auf die höre ich, aber auf den höre ich nicht hier. Ja, brauchen Sie nicht unbedingt. Nehmen Sie bitte die Waffe runter, sonst rufe ich sofort die Polizei. Genau. Nehmen die Waffe runter. Danke. Okay, meine Herren. Dann wünsche ich Ihnen noch einen wunderschönen Tag und bitte bleiben Sie ruhig. Wir wollen natürlich hier keinen weiteren Ärger bekommen. Ja, die Ruhe in Person. Ja, das wollen wir mal hoffen. Und Sie gehen bitte von der Straße runter. Gut, wie gesagt, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschö. Fahren Sie bitte weiter, fahren Sie bitte weiter, fahren Sie bitte weiter, fahren Sie bitte mit Ihrem Fahrzeug weiter. Hallo? Der gehört ja zu mir. Mein Gott. Oh, der ist über die Beine gefahren. Ja, bleiben Sie einfach mal kurz ruhig liegen. So, ja, okay. Oh, warten Sie mal kurz. Oh, das rechte Bein, ey. Warten Sie kurz. Hier, wo ist denn... Ja. Was machen Sie denn hier? Sie schaffen das. Ey, ich glaub an Sie. Jedes Mal das Gleiche. Was haben Sie jetzt gemacht? Haben Sie wieder mit Ihrer Paintball-Waffe geschossen? Das sieht schlimm aus. Das war ich nicht. Was war das dann? Schauen Sie mal die Wunden hier an. Das geht doch gar nicht. Ja, ich war es nicht. Ein Wunder, dass er nicht verblutet. Ein Wunder, dass er nicht verblutet. Nein, zwei. Das sieht schlecht aus. Ich weiß nicht, ob wir den noch wiederbekommen.
Es wird zwar langsam wieder, aber... geh jetzt mal weg von den Sachen hier. Ich glaube, es wird wieder langsam... So, hallo, mein lieber Herr. Hallo, kommt hallo, mein Herr. Sie hallo, mit. Mein Herr, können Sie mich hören? Wenn ich meine Beruhigungsmittel nicht kriege. Ich habe leider keine Tabletten. Ich habe einfach mal so einen Nervenzusammenbruch. Ich habe leider keine Tabletten mit. Ich habe meinen Schlüssel für den Schrank leider verloren. Da müssen Sie dann ins Krankenhaus gehen und gucken, ob Sie da welche bekommen. Wie gesagt, ich habe da leider keinen Zugriff. Aber Sie müssten ja welche... Mein Herr da draußen, bitte von dem Parkplatz weg. Ja, gut. Von dem Parkplatz weg oder? Meine Herren, bitte nehmen Sie die Waffe runter. Gut. Gut. Ich glaube, das war's erstmal. Ich hoffe, das war's jetzt wirklich erstmal für die Zeit hier auf dem Markt. Ich wünsche Ihnen dann noch einen wunderschönen Tag, solange der Tag noch ist. Verbringen Sie den Tag noch mit Ihrer Familie, beziehungsweise Sie mit Ihrem besten Kumpel. Kumpel, wenn Sie verstehen, was ich meine. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.